Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Früher einmal ist es nur am Sonntag auf den Tisch gekommen. Dann hat man es despektierlich als Gummiadler abgestempelt. Und heute hat das Boulet langsam wieder den Platz in der Küche zurückerobert, wo es auch verdient hat, nämlich einen Spitzenplatz. Dass Bouletfleisch wieder so beliebt ist, erstaunt eigentlich nicht. Mit wenig Fett liegt es voll im Trend. Es ist günstig, man kann es von einfach bis raffiniert zubereiten und es bietet auf dem Menüplan viel Abwechslung. Schon mehrmals hat Armin Amrein bei uns im Studio ein Boulet-Gericht vorgestellt. Auch jetzt ist er wieder zu Gast bei uns. Darum, wie immer, gerade am Anfang meine Frage, was gibt es? Weil das Boulet eben so vielseitig ist, habe ich mich das mal für zwei Rezepte entschieden. Einmal klassisch im Ofen und auch das gefüllte Rollali an einer Paprikasauce. Grüezi miteinander. Und das erste Rezept schauen wir jetzt doch gerade an. Das Boulet kalt ausspülen, trocken topfen. Innen und aussen mit Salz und Pfeffer würzen. Ein Rosmarinzweigli, ein paar Salbeiblättli und eine unbehandelte Zitrone reinlegen. Zusammenbinden und mit Tanken bestreichen, in ein eingefettetes Geschirr legen. Herdöpfelschnitz drumherum verteilen, mit Weisswein übergießen und alles in der unteren Hälfte vom vorgeheizten Ofen eine Viertelstunde anbraten. Nach dieser Zeit das Boulet drehen, Zwiebeln, Peperoni, nochmal Rosmarin und Salbei dazugeben und gut würzen und 10 Minuten weiter braten. Dann die Hitze im Ofen reduzieren und ca. 30 Minuten fertig braten. Danke Armin, schon allein der köstliche Duft ist ein Versprechen. Sämtliches Geflügel ist bei uns im Moment übrigens günstiger. Auch das aus kontrollierter Freilandhaltung von Coop Naturaplan, wo der Armin ausgesucht hat. Und da sieht man auch gerade, wo die Tiere von Coop Naturaplan herkommen. Aus Ställen mit freiem Auslauf, wo sie nach Herzenslust können picken und scharren und fast doppelt so alt werden wie andere Artgenossen. Was der Gourmet am aromatischen und ausgereiften Fleisch dann auch schnell erkennt. Die bluten Hälse sind übrigens ein typisches Merkmal von diesen Tieren. Es ist eine alte, robuste Rasse, Siebenbürger Nackthals, die sich besonders gut für die Freilandhaltung auf den Coop Naturaplan Geflügelhöfen eignet. Weil sie zum Beispiel bei einem Angriff von einem Raubvogel fortrennen und sich nicht einfach ducken, wie ein anderes Huhn. Auch bei den Hühnern gibt es offenbar Gescheidere. Offenbar. Jetzt aber zum zweiten Rezept, zu den Boulet Röleli. Ein Boulet-Bröschli grob zerkleinern, mit einem Löffel Frischkäse und einem Bon Peterli fein pürieren. Dann würzen und die Masse aufs Boulet-Bröschli streichen. Fest zu einer Roulade einrollen und rundum ca. 20 Minuten braten. Für die Soße ein Zwiebeln, ein Peperoncino und ein Lauchstängel im Anken dünsten. Mit Paprikapulver und Mehl bestäuben und anschwitzen. Mit Bouillon ablöschen und 10 Minuten zugedeckt köcheln. Während dieser Zeit Boulet Rollali aufschneiden und zusammen mit der Soße servieren. Beide Rezepte, die wir Ihnen gezeigt haben, können Sie übrigens in aller Ruhe noch mal nachlesen. Und zwar im Coop Frischmärt-Magazin, das diese Woche mit der Coop Zeitung verteilt wird. Alle Boulet kommen Sie bei uns jetzt, wie schon am Anfang erwähnt, 20% günstiger über, neben den anderen tollen Aktionen. Ein Kilo Dolbananen kostet 2,20. Und Emmy Energy Milk kommen Sie über als 3 für 2, ein Drittel günstiger. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Lasagne Bolognese oder Verde Come a Casa zum halben Preis. Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute aus dem Coop Frischmärt-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.